Okay, wir haben ein Taschentuch bekommen, mit dem wir uns sauber machen können. Das ist natürlich super. Hat der Waldemar sich wieder schmutzig gemacht. Naja. Mit dem Schild... Mit dem Schild geht's zum Wimmelbild. So, mal wieder sind wir hier und müssen versuchen, uns durchzuschlagen. Kehrschaufel, Marienkäfer. Kehrschaufel, Marienkäfer habe ich doch neulich noch gesehen. Da. Axtkrake, Seepferdchen. Axtkrake, Seepferdchen. Da hört es jetzt auch schon auf. Räusper, räusper. Okay. Glocke, Krawatte, Teekanne. Teekanne. Krawatte. Eine Glocke. Eine Glock. Handschuh, Laterne, Trommel. Mist, die Handschuhe habe ich gesehen. Handschuh. Laterne. Und eine, was? Eine Trommel? Da ist die Axt. Eine Trommel. Ist das die Trommel? Glocke, Krake, Seepferdchen. Eine Krake. Das ist Seepferdchen. Eine Krake. Und eine Glocke. Wenn man die mischt, hat man eine Krake. Oder eine Glocke. Eine Piet-Glocke. So. Tja, nun also, Ach, die Glocke. Natürlich, die Glocke, die wir letztes Mal angeklickt haben. Aber die Krake? Ich würde lieber eine Krakauer finden. Oh ja, geil, Krakauer sind so lecker. Entschuldigung. Eine Krake, 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 Krake. Gekrakel könnte ich finden. Hier ist Gekrakel, da ist auch Gekrakel, aber eine Krake an sich. Krake, 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 Krake. Krake, Krake. Ich sehe keine Krake. Eine Krake. Aber ich sehe keine Krake, verdammt. Ich sehe beim besten Willen keine Krake. Eine Kratze sehe ich da hinten. Krake, Krake. Ist das... Ach, das sieht aus wie ein Schild. Das ist aber eine Krake. Ah, okay, okay. Oder ein Krake. Entschuldigung, so rum. Nicht eine, sondern ein Krake. Oder ein Kraken. Du hast Folgendes gefunden. Krawatte und Kehrschaufel. Oh, eine Krawatte ist total wichtig. Nur so können wir die Welt retten. Eine Kehrschaufel. Natürlich hauen wir die direkt da rein. Ein Sack wäre schön. Waldemar hat keinen Sack. Sorry, da können wir auch nicht weiterspielen. So, tue ich den Schild mal da rein. Drehe alle Klingen nach unten. Klick auf eine Klinge, um sie um 45 Grad zu drehen. Die anderen Klingen drehen sie um 15, 30 Grad. Also das war jetzt wirklich billig. Using Brain Power over 9000. So, was haben wir denn hier im Haus von Leonard? Hier hat er seine Bilder gemalt, bevor er durchgedreht ist, glaube ich. Deswegen hat er auch diese fiesen Bilder gemalt, diese Gemälde, die wir gefunden haben. Der Mond scheint hell heute Nacht. Ich brauche hier nicht einmal eine Lampe. Da ist etwas über das Originalbild gemalt worden. Ich sollte versuchen, die neue Schicht Farbe zu entfernen, damit ich sehen kann, was darunter ist. Das würde nur die frische Farbe verschmieren. Wir brauchen also Terpentin. Aha, eine Kugel fehlt. Getrocknete Tinte. Habe ich Wasser dabei? Nee, habe ich natürlich nicht. Das habe ich in Grim Tales 2 ja dabei, aber nicht hier. Blöderweise. Schade, dass wir es nicht durchspielen konnten. Eine Dose mit Lösungsmittel. So, Taschentuch und dann ab dafür.
Ah, ja. Befinden wir uns jetzt in der Vergangenheit? Haben wir jetzt auch so eine Zeitreise gemacht? Oder was ist da passiert? Warum steht hier denn nichts, was hier passiert ist? Ich kann ja auch nichts anklicken. Ah. Mein Herz wird immer meiner geliebten Frau und meinem geliebten Sohn gehören. Ich lasse mein Herz in der Nähe ihrer Gräber, sodass ich für immer mit ihnen zusammen sein kann. Tja, da hat der gute Mann offenbar den Verstand verloren oder sich selbst dem Teufel verschrieben, als seine Frau und sein Kind gestorben sind. Wie gesagt, dem Teufel verschrieben. Orangener Kristall. Das sind Instruktionen, wie man ein geheimes Versteck öffnet. Ich muss eine Kugel auf den Sockel setzen und dann den Code eingeben. Die Kugel müssen wir aber erstmal kriegen. Raus können wir hier gerade nicht. Da ist eine Leiter, aha. Achso, da können wir bestimmt dahin. Wenn ich das Seil durchschneide, fällt die Lampe auf den Boden. Dann haben wir die Lampe also kaputt gemacht. Und da drin ist dann auch die Kugel. Oh. Jetzt haben wir eine Feder genommen auch noch. Was kann ich hier sonst noch machen? Hallo? Ach, die Leiter mitnehmen. Huch. Das war unheimlich. Es war, als wäre ich 20 Jahre in der Zeit zurückgereist und es sah hier alles ganz genauso aus wie heute. Sogar die Pinsel lagen am selben Ort, obwohl jetzt inzwischen durchgemalt wurde. Es war auch seltsam, wie vertraut alles ausgesehen hat. Vielleicht war er ja schon mal hier. Aber wie aufwendig, gerade die Szene mit der Vergangenheit nochmal nachzustellen, nur so für ein paar Klicks. Respekt. So, Kristallkugel. Feuer. Wasser. Luft, Wind. Return Eating und ein Blitz. Ach, so läuft also der Hase. Das war jetzt aber ein bisschen einfach. Eine Leiter haben wir und einen Knochenschlüssel. Ich würde mir das Bild gerne nochmal ansehen, aber naja. Ich darf wohl nicht. Es gibt einen alten Friedhof hinter dem Vergnügungspark. Ich sollte dorthin gehen. Finde ich schön, einen Friedhof direkt am Vergnügungspark. Das hebt die Stimmung einfach nochmal. Da können gleich, wenn Karussells kaputt sind, so ein Drehkarussell, dann können die gleich in die Grube fallen oder fliegen, weißt du, da hinten. So, hui. Sehr praktisch. Gut mitgedacht. Okay, jetzt waren wir da auch drin. Wir brauchen noch einen Sack. Aber wie kommen wir denn zum Friedhof? Vielleicht. Hey! Hey! Mann! Warum klappt das nicht? Ich wollte die Leiter darüber legen und dann über die Dächer, wie Batman über die Dächer springen, aber leider will das Spiel das wohl nicht. Wassermann-Bild haben wir ja nicht. Ein Knochenschlüssel, aber wozu? Hier drin haben wir jetzt schon alles, ne? Da haben wir schon gemacht. Ach, den Gargoyle brauchen wir noch.
Haben wir den Kelch da oben jetzt eigentlich geholt oder nicht? Ach, da haben wir ja was rausgeholt. Stimmt. Ja. Ein Sack wäre schön, sagt der Waldemar. Hm. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? So, ich gehe nochmal ganz kurz die Locations ab, ob hier wieder sich ein Wimmelbild reaktiviert hat. Oder überhaupt gehe ich mal die Locations ab, einfach mal um zu gucken, ob es hier noch irgendwo was gibt. Aber offenbar gibt es hier vorerst nixe. Hm. Tja, ich weiß momentan jetzt auch nicht, was wir jetzt genau machen können. Knochenschlüssel, Leiter, Feder, orangener Kristall, Kehrschaufel, Krawatte, Feuerzeug. Oh, wir haben hier drin was übersehen. Okay. Leiter kann ich nicht dahin legen. Ich will hier mal was mit der Leiter machen. Ich weiß nicht warum. Komm, ich hole mir da mal einen Tipp. Das ist nicht weit, aber ich will nicht riskieren, hinunterzufallen, wenn ich springe. Vielleicht finde ich etwas, was ich über den Abgrund leben kann. Alter, eine Leiter! Du Pfosten! Du Pfosten! Leg die Leiter! Was soll ich denn? Soll ich dieses Skalpell über den Abgrund legen? Natürlich die Leiter! So, Entschuldigung. Ah, ist doch bescheuert, pixelgenau die Leiter zu legen. Alter, auf so einem Vergnügungspark hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Freunde. Fahrtwiese waren vor 20 Jahren letzte Schrei. Dann haben die Menschen das Interesse an ihnen verloren und nun gibt es überall verlassene Vergnügungsparks. Ich komme mir ein bisschen vor wie in Pripyat. Halt, nein, wieder raus. Da liegt da noch ein Zettel auf dem Boden. Es gibt eine Menge nützlicher Dinge hinter dem Gitter, aber ich komme nicht weit genug heran, um sie zu nehmen. Natürlich kommst du das nicht. Brauchen wir eine Zange oder irgendwas ähnliches? Ich bin damit schon früher einmal gefahren. Der Oktopus dreht sich, während er seine Tentakel hebt und senkt. Ich glaube, ich könnte die Maschine starten. Aber warum solltest du das tun? Ich kann nicht sagen, welches Tier das war, aber ich denke, ein Schloss für einen Friedhof aus einem Schädel zu fertigen, ist eine ziemlich coole Idee. Hey, ich habe einen Knochenschlüssel. Der Nasenring fehlt. Ach, natürlich der Nasenring, ja. Ich kann auch ein Tattoo stechen oder so. Der Nasenring. Hm. Das war ja sicher. Die Fahrtattraktion benötigt Kohle, um zu funktionieren. Es gibt keinen Grund, die Fahrtattraktion anzuschalten, solange ich keine Kohle habe, um sie zum Laufen zu bringen. Ich brauche die Kohle. Dazu brauche ich einen Sack. Wieso habe ich keinen Sack, verdammt? Hat mich schon immer geärgert, diese Sacklosigkeit, diese allgemeine. Wo krieg ich bloß einen Sack her? Und wie komme ich bloß an die Sachen da drin, an die Sacken? Oh. Ein Sack. Leerer Sack. So, pass mal auf. Jetzt mit dem leeren Sack. Gleich habe ich einen prall gefüllten Sack. Das wird nicht helfen. Ach so, vielleicht so. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe einen leeren Sack. Okay, also nochmal.